So, wartet mal. Wir müssen jetzt irgendwie... da in dieses Gebäude rein. Vollkommen egal, ob wir nun links oder rechts gehen. So, lauft ihr? Ei, ei. Nee, ach schade. Schade, dann stehen. Das ist ja echt blöd. Schade. Und jetzt auch. Hoch. Nicht schießen! Ich bin Pazifist! Wer seid ihr? Ich bin Taran Cedrax, offensichtlich. Unübertroffener Experte für Exotechnik und leitender Entwicklungsingenieur dieser Anlage. Teron? Hey, habt ihr nicht einen Kumpel, der so heißt? Taran, nicht Teron. Was soll das denn für ein Name sein? Vermutlich seid ihr hier, um die Kontrolle über die Anlage an euch zu reißen. Oder vielleicht wollt ihr die Verteidigungssysteme sabotieren? Solange ihr kooperiert, werden wir euch nichts tun. Das klingt sehr vernünftig. Ich würde gern verkünden, dass man niemals aufgeben und den Tod der Schande vorziehen soll, aber um ehrlich zu sein, ist es völlig egal, was ich tue. Alle Verteidigungssysteme, Schilde, Luftabwehrkanonen und so weiter, wurden an die sekundäre Kontrollstation in der Nähe der Turmspitze übertragen. Diese ganze Ausrüstung hier ist nun nutzlos. Also könnt ihr hier nichts erreichen. Und ich kann euch nicht helfen. Commander. Offenbar wurde die Schildsteuerung auf ein anderes Kontrollzentrum weiter oben im Turm übertragen. Ach, wirklich? Keiner der Computer reagiert, mein Sith Lord. Und hier drüben erkenne ich Brandspuren eines Lichtschwerts. Das war der Jedi, Tau Idair. Sie befehligt die verbliebenen Wachen der Anlage. Nachdem die Kontrolle übertragen war, hat sie die Verbindung unterbrochen und ist dann nach oben gegangen. Wir haben unser Ziel, Commander. Auf Ossos haben wir die Jedi, die sich dem Imperium widersetzten, mit vereinten Kräften zermalmt. Es ist an der Zeit, diesen Triumph zu wiederholen. Schließt euch mir an und gemeinsam werden wir einen Sieg für das Imperium erringen, der das Schicksal der Galaxis für immer verändern wird. Malgus, das klingt ja beinahe romantisch. Bah! Major, haltet diese Position, koste es, was es wolle. Ja, mein Sith Lord. Und was ist mit ihm? Der Wissenschaftler, der diese Anlage gebaut hat, könnte nützlich sein. Wir sollten ihn am Leben lassen. Wie ihr wünscht. Ich hätte auf Nar Shaddaa bleiben sollen. Wir geben euch Deckung. Viel Glück da oben. Rücke aus! So, jetzt haben wir mal... Sorry, Leute. Jetzt haben wir Malgus von unserer Seite. Ich bin trotzdem noch gespannt, wie das jetzt hier ablaufen wird. Bleiben. Oh nein. Ganz ruhig. Angst ist eine tödliche Waffe. Aber nur, wenn ihr es zulasst. Ich hatte gehofft, euch wieder zu begegnen, Jedi. Wir halten euch den Rücken frei. Narren. Keiner von euch hat auch nur den Hauch einer Chance, uns zu besiegen. Ihr kämpft nicht gegen einen von uns. Ihr kämpft gegen uns alle. Dann werdet ihr alle sterben. So. Also, ich möchte ja, dass der Komplex überlebt und nicht zerstört wird. Jetzt weiß ich nicht gerade nicht, wie das jetzt hier ablaufen soll. Malgus ist auf meiner Seite.
Wie soll das funktionieren? Ich bin ja mal gespannt, wie das laufen wird. Wir kümmern uns erst einmal, ich level erstmal Dark Magus, werde ich erstmal auf Ida auf Tau ansetzen. Für das Imperium! Jetzt und hier! Und ich mache erst einmal. Oh ja, Schubsen ist schon mal ganz schlecht. Und ich gehe erstmal hier in die Mitte. Ja. Also Dark Magus ist schon heftig drauf, muss ich schon sagen. Irgendwie sieht das nicht gut aus. Gerade. Also da auf jeden Fall rauslaufen. Ich komme zu sehr am Rand hier. Das fällt mir nicht. Die Dinger bleiben hier stehen, seht ihr das? Das ist ja heftig. Eine gewisse Zeit zumindest. Wir haben Tau gleich. Wenn wir zusammenhalten, können sie uns nicht besiegen. Alle zusammen, wir können gewinnen! Den Jedi-Streiter erst einmal. Ich glaube, der heilt. Den erreicht er. Den kann ich nicht. Alle zusammen, wir können gewinnen! Die Macht ist mit mir! Ihr seid besiegt. Eure Schiffswerft wird vernichtet werden. Eure Republik wird zerfallen. Und der Rest der Jedi wird gejagt, bis auch der letzte von ihnen ausgelöscht wurde. Ihre Vernichtung ist unausweichlich. So unausweichlich wie Schwerkraft? Katastrophale Strukturschäden entdeckt. Schildenergie auf Maximum. Evakuierungsprotokolle empfohlen. Anri, der Jedi hat die Steuerung zerstört. Ich kann die Schilde nicht senken. Verstanden. Rabe an Kommando. Schildkontrolle deaktiviert. Keine Ersatzsteuerung verfügbar. Was sollen wir tun? An alle Einheiten. Evakuieren. Die Mission ist gescheitert. Die Schilde können nicht rechtzeitig deaktiviert werden. Wir treffen uns am Sammelpunkt Crash. Ihr habt sie gehört, Leute. Ausrücken! Rückzug! Los! Rückzug! Commander, das war die beste Arbeit, die ich je gesehen habe. Ich weiß, dass ihr gerade beschäftigt seid, aber kommt später mal in der Kantina vorbei. Gleicher Ort wie beim letzten Mal. Seid ihr wahnsinnig? Wieso meldet ihr euch, während ich ausgerechnet hier bin? Nun, es erschien mir zu riskant, persönlich aufzutauchen. Bis dann. Die Strategie war fehlerhaft. Es kann keine andere Erklärung geben. Die Strategie war perfekt. Die Flotte hat ihren Teil getan. Wollt ihr andeuten, dass Darth Malgus und die Allianzkommandantin die beiden vielleicht tödlichsten Wesen in der Galaxis schuld sind? Nein, ich will nur sagen, dass unsere Strategie nicht der Grund war.
Hier ist unsere geschätzte Verbündete. Es gibt bestimmt eine gute Erklärung für diese Ereignisse. Die Jedi-Kriegerin, die die Werft verteidigt hat, war völlig fanatisch. Sie hat alles zerstört und dafür mit dem Leben bezahlt. Das hätten wir niemals einplanen können. Die gleiche Jedi-Kriegerin war mit euch und Malgus auf Ossus, Tau Ider. Und ihr Tod wurde immer noch nicht bestätigt. Wo ist Malgus jetzt? Keine Sorge, er lebt noch. Doch es könnte etwas dauern, bis er sich erholt hat. Ähnlich wie unsere einst mächtige Armada. Ziemlich mitgenommen. Die Auslöscher sind dank der Unterstützung durch die Allianzflotte noch intakt. Aber unsere Isotop-5-Reserven sind so gut wie verbraucht und wir haben viel mehr Schiffe verloren, als wir erwartet hatten. Im Falle eines Sieges wäre dies ein angemessener Tausch gewesen, aber bei einer Niederlage... Wir werden gezwungen sein, wichtige Gebiete aufzugeben. Dann müssen wir uns an unsere geschätzten Verbündeten wenden, um die nötige Kraft zu finden. Mein lieber Commander, wir müssen uns jetzt mehr denn je auf die Hilfe eurer Allianz verlassen. Wir werden alles Nötige tun, um das Imperium zu verteidigen. Es freut mich, das zu hören. Setzen wir diese Unterhaltung allein fort, Commander. Der Rest von euch kann gehen. Dieses Ergebnis macht eins klar. Das Imperium benötigt eine Organisation, die zu direkten Entscheidungen fähig ist, ohne dass sich der Rat der Sith einmischt. Eine Gruppe, die nur mir gegenüber zur Rechenschaft verpflichtet ist. Unser ehemaliger Imperator hatte eine solche Gruppe, die Hand. Aber das war ein Haufen von Fanatikern und Verrückten. Also werde ich meine eigene Hand gründen. Ihre Mitglieder werden die stärksten und loyalsten Krieger des Imperiums sein. Von nun an wird eure Allianz die Operationen nur noch zusammen mit der Hand koordinieren. Der Rat der Sith wird keinerlei Einfluss auf eure Angelegenheiten haben. Gemeinsam werden die Allianz und die Hand alle Feinde überwältigen. Unser Imperium wird unbesiegbar sein. Plant ihr, Malgus als Teil der Hand dienen zu lassen? In der Tat. Er wird als euer Kontakt dienen, sobald er dazu in der Lage ist. In der Zwischenzeit muss ich jemand anderen dafür finden. Ruht euch fürs Erste aus und bereitet eure Leute auf die kommenden Kämpfe vor. Immerhin gehört der Sieg jenen, die gut vorbereitet sind. Lebt wohl! Ist mir egal. Die Todesrate ist zu hoch. Das ist Krieg. Da sind Tote nicht zu vermeiden. Das glaube ich nicht. Wir hätten Krovos aufhalten können. Das hätten wir tun müssen. Teron. Ich weiß, dass ihr all diese Zivilisten nicht selbst getötet habt. Aber ihr habt auch nichts getan, um das zu verhindern. Was bringt es, sie von innen heraus zu sabotieren, wenn ihr dabei keine Leben rettet? Ein Spion sollte wirklich flexibler sein. Ich muss gestehen, komplett vom Imperium finanziert zu werden, hätte unseren Alltag durchaus erleichtert. Aber mit unserer momentanen Abmachung kann ich auch gut leben. Ich habe gehört, dass in der Offizierslounge eine wilde Party stattfindet. Hättet ihr Lust, den Ehrengast zu spielen? Klingt lustig. Packen wir es an. Hier entlang. Hi, danke nochmal, dass ihr mir diese Flasche organisiert habt. Natürlich, wenn ihr Hilfe dabei braucht, sie zu leeren. Na klar. Darf ich sie mir eine Weile ausleihen? Ich werde euch finden. Ganz schön verrückt, oder? Ossus ist noch gar nicht so lange her und wir haben schon so viel durchgemacht. So ist das wohl im Krieg.
Die meisten einfachen Soldaten haben allerdings nicht das Glück, mit der tödlichsten Kämpferin der Galaxis zusammenzuarbeiten. Bevor ich es vergesse, schade, dass ihr nicht am Wettkampf teilgenommen habt. Ihr hättet bestimmt gewonnen. Wie wäre es mit der Zweisamkeit, über die wir gesprochen haben? Ich fürchte, das wird warten müssen. Ich bin eigentlich hier, um über etwas anderes zu reden. Auf Corellia habe ich es nicht mit den anderen Vieren rausgeschafft. Ich wurde unter Trümmern begraben. Wenn sie mir nicht geholfen hätten, hätte ich es nicht geschafft. Wer? Ebenfalls ein Sith. Ihr wart es, der mich auf Mekshar töten wollte. Nehmt es nicht persönlich. Es war ein Test, mehr nicht. Ein Test, den ihr bestanden habt. Wovon redet ihr? Ich bin Lord Scourge, einst treuer Diener des Imperiums. Kira Kasen, Jedi-Ritter. Nicht begeistert, hier zu sein. Wir drei haben gegen den gleichen Feind gekämpft. Den ehemaligen Sith-Imperator. Tenebrae, Bishirt, Valkorion, wie immer ihr ihn nennen wollt. Wir wissen, dass er einst ein Teil von euch war. Und wir haben beide gespürt, wie er vernichtet wurde. Aber er war schon immer ein Meister der Täuschung. Wir mussten sichergehen, dass er nicht mehr in eurem Geist war. Verborgen und bereit, bei extremer Gefahr die Kontrolle zu übernehmen. Jetzt sind wir sicher. Es muss einen Grund geben, wieso ihr mich auf die Probe gestellt habt. Einen wichtigen, wenn ihr einen Jedi herbringt. So seltsam es auch klingen mag, wir glauben, dass nur ihr uns helfen könnt. Wir können euch hier nicht mehr verraten. Reisen wir zu eurer Basis auf Odessen. Dort sollten wir offen reden können. Worüber? Über die letzte schreckliche Waffe von Tenebrae. Was für ein Chaos. Ich habe alle defekten Komponenten entfernt. Wo sollen wir mit der Reparatur beginnen? Wir müssen zuerst die Notsicherung überprüfen. Imperator Wovron hat uns nach der Ossus-Mission aufgetragen, die Sprengsätze zu verdoppeln. Eine knifflige Sache. Ja, ich habe die Vorrichtung nach dem Entfernen untersucht. Ziemlich komplex. Du hast sie entfernt? Was hast du dir dabei gedacht? Sie war aufgrund des Schadens nicht mehr funktionstüchtig und muss ersetzt werden. Interessanterweise war es der einzige Schaden, der nicht durch stumpfe Einschläge verursacht wurde. Die Außenhülle wurde vielmehr unter großer Hitzeeinwirkung durchschnitten. Oh nein. Gebt mir den Droiden und ein Schiff. Ja, das war mal ein ganz anderes Ende gewesen. Also ich weiß, dass am Ende noch wieder was kommt. Da kommt noch auf jeden Fall noch ein Video. Könnt ihr auf jeden Fall dann ja schon mal sonst durchzoomen. Auf Schnelldurchlauf machen. Dass ihr zum Ende kommt. Jetzt haben wir gerade zwei Melodien. Da haben wir die von Star Wars und die von der Cantina. Okay, kriegen wir hin. Also ich fand diesen Teil ja auch sehr gut. Diese andere Version. Ich dachte, jetzt würden wir jetzt vielleicht eventuell Margus verraten, aber irgendwie geht es doch noch weiter. Dass auf der imperialen Seite praktisch als Maulwurf weiter noch tätig sind. Bin ja mal gespannt, wann es weitergeht. Es muss ja weitergehen. Es gibt ja irgendwie noch die letzte schreckliche Waffe. Da werden wir wahrscheinlich vielleicht noch gerne was von erfahren am Ende. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen hier und Daumen hoch, wenn mal klasse, oder einfach mal einen Kommentar, würde mich darüber freuen. Und ich lasse den Abspann jetzt durchlaufen und dann sehen wir uns gleich wieder mit dem Endvideo. Bis dahin noch,
Ja, dann bis gleich, würde ich sagen.
Die Heldin der Stunde. Dank euch bin ich jetzt im Büro ein sehr beliebter Mann. Eure Drinks gehen auf mich, Kameradin. Wirklich, ihr wisst nicht, was dieser Erfolg für uns bedeutet. Die Werft zu retten, ohne eure Tarnung auffliegen zu lassen, unglaubliche Arbeit. Wann kann ich offiziell für die Republik kämpfen? Ich wünschte, ich könnte euch eine definitive Antwort geben, aber das kann ich nicht. Im Moment verursacht ihr zu viel Schaden von innen heraus, als dass wir uns das entgehen lassen könnten. Ich möchte euch mit einer Freundin bekannt machen. Eine der besten Spezialistinnen für verdeckte Operationen, die ich kenne. Commander, das ist Meisterin Sal Deron. Sehr erfreut. Sal und ihre Freunde haben große Pläne und ich denke, ihr könntet sie unterstützen. Nur wenige Jedi haben den Krieg gegen Sakul überlebt. Die meisten sind in die hintersten Ecken der Galaxis geflohen. Sie verstecken sich und warten auf einen Hoffnungsschimmer, um zu uns zurückzukehren. Wir werden ihnen schon bald diesen Hoffnungsschimmer geben. Und wenn es soweit ist, wird das Imperium um jeden Preis versuchen, uns aufzuhalten. Ihr könnt Methoden gegen sie einsetzen, die sonst niemand nutzen kann. Ihr könnt uns vor bevorstehenden Angriffen warnen, uns Informationen über verschollene Kameraden zukommen lassen. Ihr könnt uns helfen, die Jedi zu retten. Wir sind hier. Jetzt sagt mir, was hier los ist. Wie ich euch bereits im Vaiken Raumdock sagte, Tenebres letzte furchtbare Waffe. Er wollte Unsterblichkeit, doch jetzt lebt nur noch sein endloser Groll weiter. Ich war einst sein treuester Diener, sein Zorn. Doch ich entdeckte seine wahre Natur und plante über Jahrhunderte hinweg seinen Untergang. Letztendlich sah ich, was getan werden musste, und verriet mein Imperium, um seinen Schöpfer zu zerstören. Deshalb kämpfe ich an Kiras Seite. Wir haben jahrelang gegen die Diener des Imperators gekämpft. Wir dachten sogar, wir hätten ihn geschlagen, an der Seite meiner Meisterin. Und dann passierte Yavin 4. Und Valkorion. Ich erhielt Hilfe von alten Verbündeten. Statt unseren Feind in seiner aktuellen Gestalt aufzusuchen, eure, wie sich herausgestellt hat, suchten wir ein anderes Ziel. Tenebrae versteckte seinen ursprünglichen Körper, wo ihn niemand finden konnte. Solange dieser Körper sicher in Stasis war, konnte das größte Böse der Galaxis niemals wirklich getötet werden. Hätten wir Tenebrae nicht zerstört, hätte der Kampf gegen Valkorion niemals ein Ende gefunden. Da Valkorion fort ist, nehme ich an, dass ihr erfolgreich wart. In der Tat. Wie wir später erfuhren, zerstörten wir seinen ersten Körper genau in dem Moment, als ihr die letzten Spuren seines verdrehten Geists aus eurem Verstand entfernt habt. Das war auch der Moment, in dem seine letzte Waffe entfesselt wurde. Ein Sith-Ritual, das in seinem Fleisch verankert war, setzte aus jedem Molekül seines verfaulenden Leichnams eine alte Seuche frei. Wir verloren beide das Bewusstsein, waren über ein Jahr im Koma. Satil Shan war es, die uns endlich aus diesem Albtraum befreite und einen neuen heraufbeschwor. Wie ihr waren Kira und ich Gefäße für einen Teil von Tenebres Macht. Das wirkte wie eine Schutzimpfung. Aber Satil war völlig schutzlos, genau wie ihre Anhänger. In wenigen Tagen sanken sie alle in einen albtraumhaften Schlaf. Indem sie uns geholfen haben, hatten sie, ohne es zu wissen, ihr eigenes Schicksal besiegelt. Sagt mir einfach nur, wie ich helfen kann. Die Infektion wird schlimmer. Um die Erkrankten breitet sich eine Dunkelheit aus. Wir können fühlen, wie sich ihre Geister miteinander verbinden. Wie sie kommunizieren. Wir haben Angst, dass sie irgendwie miteinander verschmelzen. Verschmelzen zu was? Zu einem neuen Valkorion? Bringt diese Seuche ihn irgendwie zurück? Es ist zu früh für diese Schlussfolgerung. Was auch immer geschieht. Es ist extrem gefährlich und wir müssen es aufhalten.
Wie? Wir haben Satil und alle ihre Anhänger zusammen mit einigen Sanitätsdroiden an Bord eines Transporters gebracht, um sie unter Quarantäne zu halten. Der Transporter ist darauf programmiert, einen zufälligen Kurs durch die unbesiedelten Sektoren des Outer Rims zu fliegen, viele Wochen von jeglicher Zivilisation entfernt. Ich kann ein Signal senden, um den Kurs zu ändern und ihn in ein leeres System in der Nähe zu fliegen, damit wir mit einer Fähre hinfliegen können. Wir gehen an Bord und verbinden uns durch die Macht mit eurem Geist. Zusammen stellen wir uns diesem Wesen und löschen es restlos aus. Und wenn wir es nicht auslöschen können, dann zerstören wir den Transporter und hoffen, dass wir die Pläne des alten Monsters für immer vereitelt haben. Sendet das Signal. Wenn das, was ihr sagt, wahr ist, könnte dieses Ding mit jeder Minute stärker werden. Ich sende umgehend das Signal. Es wird eine Weile dauern, bis das Schiff wieder in Reichweite ist. Dann sollten wir bis dahin hierbleiben. Wenn ihr in der Zwischenzeit Unterstützung benötigt, braucht ihr nur zu fragen. Nicht so schnell. Ich kämpfe nicht gegen die Republik oder die Jedi. Solltet ihr das wollen, könnt ihr euch die Frage sparen. Ignoriert sie. Wenn nötig, kämpfe ich so gut wie wir beide zusammen. Ach. Man gewöhnt sich an sie mit der Zeit. So, das ist jetzt aber das Ende hier. Also ich habe jetzt nicht wieder... Ich habe das Problem beim letzten Mal auch schon gehabt, dass ich mit Kira und Miss Kors nicht reden konnte. Ich glaube, das geht jetzt hier auch nicht. Ich vermute mal, dass es eigentlich funktionieren müsste. Ich weiß es nicht. Wir können ja nochmal gucken. Aber erstmal danke fürs Einschalten, dass ihr dabei gewesen seid. Und morgen geht es dann weiter. Und ich verrate aber noch nicht mit wem. Das seht ihr dann morgen. Ja, erstmal Daumen hoch für Klasse oder mal einen Kommentar würde ich mich darüber freuen. Ja, Tenebrae, Valkorion. Bin ja mal gespannt, ob er sich tatsächlich irgendwie wieder irgendwie zusammensetzen und wieder da ist. Was sie daraus machen, bin ich ja mal gespannt. Und ja, wenn ihr möchtet, könnt ihr jetzt hier ausschalten oder ihr schaut nochmal mit mir mit kurz. Weil immer irgendwie muss man ja... Guck noch mal jetzt hier Allianz Eingang. Aber ich bekomme keine Möglichkeit mit jemandem zu sprechen. Wie ihr seht, da ist nichts. Das Gespräch müsste normalerweise auf dieser Brücke sein hier. Zumindest jetzt mit Scorch. Ja. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag noch. Bis morgen, dann euer Rode. Macht es gut. Ciao.